Ich bin hierher gekommen, das Bewerbungsgespräch, mega lässig. Sie waren so offen, es war wie ein mehr kollegiales Gespräch, dass ich gefunden habe, da könnte ich mir vorstellen, zu arbeiten. Die Ärzte sind freundlich, man kann mit denen auf Augenhöhe reden. Wir arbeiten in einem interdisziplinären Team mit Logopäden, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Sozialdienst. Und ja, es ist wirklich gut alles organisiert. Also es ist sicher kleiner, familiärer. Ja, die Wege sind einfach kürzer. Man kennt sich im Gang. Man kennt relativ schnell schon die meisten Leute per Namen. Und das ist eigentlich der grosse Unterschied. Das hast du sonst in einem grossen Spital, das habe ich halt vorher so nicht gekannt. Ich mache eine Ausbildung als Pflegefachfrau für Intensivpflege NDS. Die geht dann 2 Jahre. Das erste Jahr bin ich hier in Zug und würde dann nachher noch mal ein Praktikum im Kantonsspital Luzern machen und habe nachher dann den Titel für Expertin Intensivpflege NDS. Also ich habe am eigenen Leib erfahren, dass ich wirklich gefördert werde als eben junge Frau, die karriereorientiert ist, dass ich eigentlich da die vollumfängliche Unterstützung habe, diesen Weg auch zu einschlagen. Dafür bin ich auch recht dankbar und finde ich auch, hey, ist mega lässig. Ja.